Ein schönes Plätzchen. Vielen Dank, junger Mann. Nun kann ich endlich meine ewige Ruhe finden. Und hab ein Auge auf Shona. Sonst komme ich zurück. Kein Scherz. Oha. Auf jeden Fall sollte Agnes jetzt das Gas in der Mühle freigegeben haben. So, Leute. Ich habe jetzt hier echt etwas länger rum experimentieren müssen. Und ich kann euch gerade gar nicht mehr genau sagen, wie es ging. Also hier unten einen Blumentopf hin und da passen die zwei. Ich glaube, es war zwei und drei. Das ist fünf. Ne, das war... Pass auf, das ist zwei und... Ne, fünf. Drei. Zwei und vier. Und eins. Genau, so war das. Also fünf, drei, zwei, vier... Eins, aber davor müssen die Blumen hier rein. So, und ich habe, ihr habt jetzt ja gerade gesehen, ja. Agnes haben wir dann hier gleich bestattet. Ihr steht? Bray. So, gut. Den Rest haben wir schon gesehen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich direkt in die Gruft, in die Mühle und uns das Gas holen. Und der fünfte Engel posaunte. Nicht schon wieder. Ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde. Und ihm ward der Schlüssel zum Abgrund gegeben. Und er tat den Abgrund auf. Es ging Rauch aus dem Abgrund wie aus einem Ofen. Und es ward verfinstert die Sonne und die Luft von Rauch. Heuschrecken kamen auf die Erde mit unbeschreiblicher Macht. Sie wollten nicht heimsuchen das Gras auf Erden, nicht das Grün des Baumes, sondern allein die Menschen, die nicht trugen das Siegel Gottes. Aber sie töteten nicht, sondern quälten. Die Heuschrecken sind gleich den Rossen, die zum Kriege bereitet sind. Ihre Zähne sind wie die der Löwen. Sie tragen Panzer wie eiserne Brunnen. Und das Rasseln ihrer Flügel ist das Rasseln an den Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. In diesen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Sie werden begehren zu sterben und der Tod wird vor ihnen fliehen. Denn über ihnen thront der Engel des Abgrunds. Das ist unheimlich. Die Alte, die geht mir doch so auf den Keks. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir auf jeden Fall. Wir wollten doch zur Mühle. Denn die Alte sollte doch jetzt ihren letzten Schiss abgegeben haben. Und wir könnten das Gas dann holen, oder? So, Agnes ist weg. Wenn sie recht hatte und bei ihrem endgültigen Ableben das Gas freigegeben hat, dann müsste es sich irgendwo da oben unter der Decke gesammelt haben. Nur, wie kommen wir da hoch? Ja. Die sehen nicht gerade stabil aus. Da hat Bloomford mit seiner Explosion aber ganze Arbeit geleistet. Ich kann da auf jeden Fall nicht hoch. Okay, wir haben doch noch unseren Anselm. Ja. Das müsste klappen. Moment, versuch mal, ob Anselm springen kann. Zeig einfach mal über ihm in die Luft. Sehr schön. Ah. Jetzt gib ihm noch den mobilen Gasometer und dann ab da hoch mit ihm. Okay, du kriegst noch den mobilen Gasometer. Sehr gut, damit kann Anselm das Gas aufsaugen. Yay, Anselm, komm her. Schnell, steuer ihn wieder mehr in die Mitte des Balkens, sonst fällt er noch. Schnell, zeig ihm, dass er in die Luft springen soll. Oh je, der arme Kerl. Das ist ja du fies. Du musst es wohl nochmal versuchen. Schnell, steuer ihn wieder mehr in die Mitte des Balkens, sonst fällt er noch. Ja, das könnte jetzt schwierig werden, weil meine Maus, die spackt gerade rum. Ja, das wird richtig lustig mit einer... Mit einer buggigen Maus. Okay, müssen wir halt kleine Schritte gehen. Schnell,
Steuer ihn wieder mehr in die Mitte des Balkens, sonst fällt er noch. Komm schon, Anselm. Stell dich nicht dümmer an, als du bist. Okay, ich schätze mal, dass wir jetzt hier lang müssen, oder? Schnell, zeig ihm, dass er in die Luft springen kann. Hab ich doch. Oh je, der arme Kerl. Ach, sag mal, Balls. Du musst es wohl nochmal versuchen. Mann. Maus. Schnell. Steuer ihn wieder. Oh Leute, ich krieg gleich Halsmaul. Ich krieg gleich so hart das Kotzen. Komm hierher. Anselm, du Trottel. Komm schon, komm! Oh je, der arme Kerl. Du musst es wohl nochmal versuchen. Oh Leute, ich sag euch, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich gerade das Kotzen krieg. Weil bei dem Spiel spackt meine Maus halt am meisten rum. Das ist dieses beschissene Kack OpenGL. So. Und jetzt da wir da hoch. Noch ein bisschen. Schnell, zeig ihm, dass er in die Luft springen soll. Ja, das ist lustig. Du weißt, wir können das Ganze hier auch abkürzen, wenn dir das. Ja, ist mir lieber. Sehr gut. Alles, dann mal mit dem Gas zurück zu Blumford. So. Haben wir das jetzt abgekürzt? Ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung, haben wir das jetzt abgekürzt oder nicht, oder? Sehr gut. Jetzt lass ihn mit dem mobilen Gasometer das Gas aufsaugen. Und wie mache ich das? Das klappt so nicht. Kann er es jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, ob wir das jetzt schon gemacht haben. Keine Ahnung, Leute. Der gottverdammte Scheiß Anselm. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Du weißt, wir können okay. Das Ganze hier auch abkürzen, wenn dir das. Ja, wär's mir. Alles klar, dann mal mit dem Gas. Okay, das heißt. Du brauchst noch den Seidenballon und den So. Ich befürchte fast, dass ich das Kackviech jetzt hier noch runtersteuern muss. Du weißt, wir können das. Jetzt lass ihn mit. Alles klar. Dann mal mit dem Gas zurück zu Blumford. Ich weiß nicht, ob er das Gas jetzt schon hat oder nicht. Keine Ahnung. Wird sich gleich zeigen. Komm her, du Depp. Ja, komm, fall runter. Komm, putt. Du weißt, wenn dir. Halt's Maul. Alles klar. So. Du nimmst jetzt den Spacko. Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt geklappt hat. Ich weiß nicht, ob das Gas jetzt da drin ist oder nicht. Wird sich gleich zeigen. Moment, wir stecken jetzt diesen bekackten Scheiß Anselm nochmal hier hin. Weil der Affe hat ja noch den Gasometer.
Gut, dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Professor. Ich sage euch, also das, sowas macht mich halt wirklich, wirklich irre, Leute. So, Map. Wehe, der hat das Kackgas jetzt nicht, weil die haben ja gesagt... Hallo Blumford. Hallo Taloril. Wie kann ich dir helfen? Ich habe das Gas besorgt. Ah, sehr gut. Damit können wir den Brenner anfeuern. Dann brauchen wir jetzt erstmal nur noch den Ballon aus Seide. Warst du bei Mylin? Ja, ich war bei Mylin. Aber weil sie keine Seide hat, muss ich ihr erst Seide und Seidenfaden bringen. Ich habe ihr auch schon was gebracht, aber noch nicht genug. Dann mach mal, Junge. Ich geh da mal. Würde ich das jetzt hier echt abbrechen, weil es regt mich so sehr auf. So, wir haben doch aus dem einen Grab noch ein bisschen Seide. Die geben wir ihr jetzt und hoffen, dass es reicht. Das genügt an Seide. Shishi, brauche jetzt nur noch Faden. Auch aus Seide. Okay. Okay. Ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee. Wir haben das letzte Mal ja mit ich gehe da mal. Ich gehe da. Wir haben das letzte Mal ja alles ausprobiert oder in irgendeinem der letzten Parts ja alles ausprobiert mit der Seidenraupe zu kombinieren. Und ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir es hinkriegen. Das klappt so nicht. Wir geben ihr die Schleuder und holen unser Ding so. Das klappt so. Zurück. Hallo. Darf ich meine Lampe zurückhaben? Maler, sag mal, gibst du mir meine Lampe zurück? Nur, wenn ich dafür meine Zwille wiederbekomme. In Ordnung. So, und ich glaube, dann haben wir jetzt unsere... Ja, unsere Lampe haben wir jetzt wieder. So, dann gehen wir jetzt nochmal hier zu Mylin. Und ich glaube, da kriegen wir dann den Faden. Ich sage euch, ich bin mir fast sicher, dass das so klappt. Das ist der einzige Gegenstand, den wir jetzt noch nicht ausprobiert haben. Hallo. Ni hao. Darf ich in das Hinterzimmer? Ja. Eine Frau zu fragen, ob man ins Hinterzimmer darf. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist. So. Und jetzt versuchen wir es. Da, ich wusste es. Leute, ich wusste es. Okay, wir haben Seidenfaden. Die Lampe ist allerdings hin. Das war so klar. Oje. Fantastisch. Unser großartiger Engel hat Angst vor Spinnen. Ganz ruhig. Tief durchatmen und tapfer sein. Das sagst du so leicht. So, und somit haben wir endlich den Faden, Leute. Das heißt, der Ballon sollte jetzt auch kein Problem mehr sein. Komm schon. Bitte. Ich habe Seidenfaden besorgt. Mache mich an die Arbeit. Wohin soll ich liefern lassen? An das Labor von Mr. Blumford. Gut. Herr Vladic kümmert sich darum. Schuldet mir noch etwas. Okay. Ich gehe da mal. Perfekt. Das heißt, wir können zu unserem Professor gehen. Mit etwas Glück hat er seinen Stuff schon. Und da müssen wir noch den Brenner besorgen. Die Ballonhülle wurde gerade geliefert. Gute Arbeit, mein Junge. Dann haben wir jetzt den Ballon und das Gas. Also fehlt nur noch der Brenner, den Greta hat. Sie hat ihn mir abgenommen, nachdem die Mühle in die Luft geflogen ist. Als ob das am Brenner gelegen hätte. Dämliches Weib. Und wie kommen wir da ran? Er liegt noch in ihrem Saal in der Kirche. McCallum hatte sich da mal verplappert. Dann mal los. Ich gehe da mal.
Irgendwie, glaube ich, stellt dir sich das gerade einfacher vor, als es ist, oder? Ich werde jetzt da nicht einfach in die Kirche und hinten in den Saal rein dürfen. Komm schon, das könnt ihr eurer Großmutter erzählen. Oh je. Was ist denn hier los? Scheint so, als hätte Greta es schließlich doch geschafft, die ganzen Bürger von Heaven's Hope zusammenzutreiben. Solange hier so viel los ist, kannst du dich auf jeden Fall nicht in ihren Saal schleichen. Der trinkende Mensch denkt nicht. Der denkende Mensch trinkt nicht. Wie bitte? Der Mensch im Rausch verliert seine Menschlichkeit. Zu bedauern sind die stotternden, die düster blickenden Dumpfschädel. Zu bedauern auch die armen Tröpfe, die durch ihr unordentliches Aussehen, durch ihr ganzes Wesen überhaupt an den Tag legen, dass sie ein Lump sind. Sie sprechen mit den Toten, sie buhlen mit den Geistern, sie schänden Gräber und verachten die göttliche Schöpfung. Das liederliche Pack, das sich dem Rausche hingibt und sich selbst vergisst, verdient den Himmel nicht. Hörst du? Okay, das heißt, so werden wir da jetzt erstmal nicht hinkommen. Hier werden wir wahrscheinlich auch nicht drüber kommen. Oder? Ein geflochtenes Gitter. Dahinter sitzt normal. Okay, das bringt uns noch nichts. Aber ich habe eine Idee. Eine Idee habe ich. Weil ich bin mir ziemlich sicher, also wir können da jetzt auf keinen Fall hinterstiefeln. Solange hier so viel los ist, kann ich... Alles klar, wir können uns da auf keinen Fall reinschleichen. Das heißt, entweder müssen wir uns einen anderen Weg suchen, oder... Du musst erst irgendwie die Leute aus der Kirche bekommen, sonst kannst du nicht den Gretas Saal und den Brenner holen. Okay. Oh je, noch mehr von diesem brennenden Zeug. Oh, ich glaube, das ist ein nicht gut. Was macht man denn mit... Vielleicht hat sie eine Idee. Hallo, Maler. Hallo. Nee, sie hat keine Idee. Vielleicht hat der Professor eine Idee. Weil ich muss offensichtlich die Leute da rauskriegen. Und vielleicht hat er ja irgendeine geile Erfindung. Hallo, wie kann ich dir helfen? Die Kirche ist gerammelt voll. Ich kann mich nicht in Gretas Saal schleichen. Ah, hat es Greta also am Ende doch noch geschafft, die Leute von Heaven's Hope so einzuschüchtern, dass sie in ihre furchtbaren Predigten gehen. Was? Wieso? Sind die Leute hier so fromm? Ha, das hätte Greta wohl gerne. Nein, ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich seltsam. Normalerweise wären die jetzt alle im Pub. Du musst dir erst was einfallen lassen, wie du die ganzen Leute wieder aus der Kirche rausbekommst, bevor du in Gretas Büro kannst und nach dem Brenner suchen kannst. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp. Das heißt, wir müssen, glaube ich, erstmal im Pub Alkohol besorgen. Dann schauen wir jetzt mal ganz kurz zum Pub. Der war hier. Apropos, wie schaut eigentlich die Map aus? Ja, schaut jetzt doch ziemlich voll aus. Ich würde fast sagen, eventuell hier noch. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ansonsten schaut die Map jetzt ziemlich voll aus. Ich glaube, wir haben alle Gebiete erkundet. Dann schauen wir mal ganz kurz ins Pub rein. Vielleicht redet sie ja mit uns. Und gibt uns irgendeinen guten Ratschlag. Hallo. Hallo, schöner Mann. Was da? Was gibt's denn? Wie wär's denn mit Okay. Wo hast du denn bisher immer den Alkohol herbekommen? Bisher hat den immer Fladitsch geliefert. Und danach hatte Bill noch einen kleinen Vorrat. Aber der ist jetzt mittlerweile auch erschöpft. Okay. Ich glaube fast, dass der Bill in seiner Scheune schwarz brennt. Allerdings würde ich sagen, das finden wir gemeinsam im nächsten Part raus. Also irgendwie muss ich denen hier Alkohol besorgen, dann verschwinden die aus der Kirche. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wird es ja auf jeden Fall im nächsten Part herausstellen. In dem Sinne, hoffe ich, hattet ihr euren Spaß. Vergesst die Bewertung nicht, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin.